Hallo Freunde des Geilen Motorsports, willkommen zum neuen Unboxing. Ich habe mir wieder was Schönes gekauft. Ich muss ja irgendwann mal auch meine Sammlung erweitern. Und dann würde ich sagen, in dem Sinne, ich muss auspacken. Hier sind gleich zwei Sachen drin. Alles von einem Hersteller kommt. Und ja. Bin gespannt. Schön. Schön, 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 schön. Ja. Ja. Mit was fange ich an? Genau. Fangen wir mit Ecto 1 an. Jawohl. Ja, genau. Ektonisch. Geil, ne? Absolut geil. So, man kann den Kofferraum aufmachen. Man kann die Türen aufmachen. Vorne und hinten. Ja. Das müssen wir doch direkt mal gucken. Da haben sie sogar Klebestreifen drum. Bei dem 18 Truck nicht. Und da lasse ich jetzt zu. Ich muss mal gucken, wie ich das am vorsichtigsten aufkriege. Hier ist auch nochmal Klebeband drum. Irgendwie muss man das ja aufkriegen. Warte mal. Müssen wir doch aufmachen, glaube ich. Gehen wir mal ganz vorsichtig wieder um. Ah. So. Kann man das irgendwie hochklappen? Von auseinander, Seite, quer. Näher, näher. Ah. Da haben wir wenigstens eine Seite, wo es aufgeht. Wunderbar. Ja. Du willst. Warte mal. Ich krieg's nicht raus. Boah. Ja. Nochmal zugeklebt. Da kann ich auch wöppen wie ein Idiot. Da kommt gar nichts. Oh. Junge. Krass eingepackt. Kriegen wir das Auto ab? Ist das, wie ist das? Ach. Ja. Das Wägelchen ist mit Schrauben festgemacht. Ja. Okay. Überall sind Klebestreifen drumherum. Ja. Jetzt muss ich den Schraubenzieher holen. Dann schrauben wir das ganze Ding mal auseinander. Kann man diese Tür hier auch aufmachen. Stößt aber schon gegen den hinteren Scheinwerfer hier gegen. Also weiter geht die nicht auf. Schlecht gemacht, muss ich sagen. In echt müsste das normalerweise, ich glaube, sogar oberhalb des Rücklichts aufgehen. Man stößt da jetzt schon an. Weiter geht es nicht auf. Schade. Da haben die wohl gepennt. So, hier ist auch irgendwo noch ein Klebestreifen drumherum. Ich glaube, aha. So, dann machen wir mal ganz vorsichtig. Man hat ja schon ein scharfes Messer, dann funktioniert das schon mal. So.
Das nächste ist für die Motorhaube. Ja, da haben sie auch wieder, das ist, ich weiß nicht. Man will ja schließlich reingucken, was ist. Wenn man das alles so festschraubt, ja, dann kann man nicht reingucken. So, erstmal, dass ihr hier reingucken könnt. Mal gucken, ob ihr viel sehen könnt. Weiß ich jetzt nicht. So. Dann machen wir jetzt mal die Tür auf. Oh. Schön. Fantastisch. Und jetzt die Fahrertür. Da mal reingucken. Jetzt schöner typischer Ami-Schlitten. Geht nicht weit auf. Absolut nicht. Normalerweise, ja. Versuchen wir es mal, dass ihr sowas seht. Ja. Schöner Ami-Schlitten. V8 muss sein. Also ein E-Auto kommt bei mir auch nicht in die Tüte. Den Dreck könnt ihr euch schieben. Also diese Rumspinnerei mit den E-Autos. Vorher sind die Batterien irgendwann von den Autos sowieso fratze. Und dann? Was dann? Wird die Anschaffung für neue Batterien teurer, als das Auto dann ursprünglich ist, weil es wird ja dann auch teurer, weil die neue Batterie muss? Oder schmeißt ihr das Auto weg und muss dann neue? Und da bescheuert. So, wollen wir mal gucken, ob es noch fährt. Fantastisch. Aber es huppelt. Die Räder sind nicht... Ja, sind billig gemacht. Also wie man sieht, man hört es eiern. Ja. Aber ich sage jetzt mal, für das Geld ist es in Ordnung. Hab mal was in der Vitrine stehen. Und ja. The Ghostbusters. Schade, ich hätte es doch geliebt, wenn man irgendwie sagt, pass auf. UK. Ja, den Tank, ich zeige euch das jetzt noch von unten, dass man das irgendwie mit Licht steuern könnte. Das wäre natürlich dann noch mega cool gewesen, weil die Blinklichter an diesem Teil, das war ja in der Serie, in dem Film, absolut genial. So, ist hier noch was man bewegen könnte. Hier wackelt irgendwas. Lassen wir mal so hier oben, das kann man da, dieses rote Ding kann man ja auch noch drehen. Ja, fantastisch. Ich werde das jetzt wieder draufschrauben, in den Karton tun und schön in der Seite stellen, wo es hingehört, in die Vitrine. Da habe ich leider keinen Platz in der Vitrine, da sind andere Sachen drin. Also muss ich mir ein neues Regal suchen oder sowas in der Art. Aber das war's für dieses Unboxing. Danke fürs Zusehen und ja, wenn euch das gefallen hat, dann bleibt dran. Ich habe nämlich noch so eins. Also...